Bicicla. Luísa, por causa de... Estou a ser sempre comemorado. Vinarishis, ora! Türkisch, also Teil Jugo, Teil Deutsch und Türkisch, ja. Türkisch auch ein bisschen. Wienerisch sind 55% und das andere sind andere Sprachen mit dabei, weil in so einer Umgebung sind wir aufgewachsen und wir wachsen noch immer auf, darum, dass wir so reden, zum Beispiel so ein gebrochenes Deutsch. Ich bin hier in den Kindergarten gegangen, zur Schule, Ausbildung gemacht und alles Mögliche, aber... Und hast du geschafft im Leben? Habe ich geschafft im Leben, ja. Sehr wichtig. Zum Beispiel ein Freundeskreis von mir, dass ich nicht Hochdeutsch sprechen kann. Hochdeutsch habe ich in der Schule gelernt, aber mit der Alterszeit, Jahr nach Jahr, wie ich meinen Freundeskreis erweitere, gibt es immer weniger zum Beispiel Österreicher. Es gibt schon Österreicher, Wiener, aber die reden also Tschuschisch. Wiener verstehen keine Deutsche. Richtige deutsche Sprache. Wir gehen zur Post hin, wir arbeiten dort, Hatice. Wenn ich jetzt im Taxi fahre mit einem richtigen Wiener und er spricht mit mir Hochdeutsch oder Wienerisch, ich verstehe das alles. Ich habe nichts ausgeschnitten, Havara.